Meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Ranch Sim. So, ich bin jetzt wieder hier am Start und ihr hoffentlich auch. Ich habe am Haus nicht weitergebaut. Ich hatte einfach keine Zeit, meine Lieben. So, mir fehlt Holz, ne? Ich glaube, das war das Problem. Ja, okay, passt mal auf. Dann würde ich mal sagen, lasse ich mal. Nee, wartet mal, ich nehme mal die mit. Ich nehme die mal mit. So, wow. Baum. Euch sollte ich auch fällen. Ihr seid auch im Weg. So, okay. Also, passt mal auf. Ich habe jetzt eine gute Idee. So, dich packen wir mal hier. Und jetzt nehme ich mir mal meinen Lastwagen. Kannst du mal rauscrawlen? Danke. Wow. Ja, das wird doch nichts, Leute. Das wird doch nichts. So, dann habe ich mir jetzt überlegt, kurzerhand, dass ich jetzt mit euch zum Baumarkt fahre, um mir jetzt Holz zu kaufen. Wo fahre ich eigentlich hin, Leute? Kann mir das mal einer verraten? Ich muss doch da lang. Wow. Anhänger aus dem Weg. Oh, so, okay. Oh Gott, das geht doch schief. Das geht sowas von schief. So eine große Karre fahren kann ich nicht. So. Okay. Vielleicht sollte ich das auch mal versuchen, mit dem Controller zu spielen. Wie in LS. Okay, ich krieche eher als alles andere. Aber hey, egal. Aus dem Weg. LKW in Anmarsch. So. Hardware Store. So. Wow, ist das eingewackelt. Oh Gott, der kippt doch gleich um. Au. Ah. Sag doch, ich krieg die Kurve nicht. Na. Ich komme nicht mehr rauf. Oh, ich wollte gerade sagen, der hat keinen Speed, ne? Wartet mal. Ich sollte mal gleich versuchen. Wow, also der kommt aber auch nicht aus dem Knick dann, ne? So. Da bin ich. Huch! Jetzt hing ich drin. So, Heckklappe schon mal aufmachen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viel Holz ich kaufen soll. Ich habe keine Ahnung. Wartet mal. 10 mal 8 sind 80. Gut, kaufe ich schon mal. So, dann hole ich noch mal zwei davon. Zwei davon. Jetzt habe ich gerade irgendwas mit Ohnmacht gelesen, anstatt Ohrmarken. Ich mal wieder, ne? Sag mal, habe ich eigentlich ein Rasenmäher? Ich glaube ja, oder? Wo habe ich den denn? Ist mir jetzt gerade gar nicht so bewusst, dass ich den habe. Schade, mehr gibt es eigentlich nicht. Nee. Gut, dann kaufen wir noch das für 1500. Wie viel habe ich eigentlich? 76.000. Naja, so viel habe ich eigentlich auch nicht, ne? An Kohle. Könnte besser sein. So. Okay, dann verlade ich das jetzt mal. Aber einmal drehen, wenn es geht. Oh, wow. Ein. Na. Okay, das ist nicht so gut. Es regnet schon wieder. Oh mein Gott, es regnet schon wieder.
Wer hätte das gedacht? So, wehe, mich greift jetzt hier ein Bär an oder so. Okay. Ja, vielen Dank, meine Lieben, für eure Kommentare natürlich, ne, und auch für eure ganzen Däumchen und auch für die ganzen Klicks und so weiter. Obwohl, ich mach das mal. Dahin. Ich bin jedes Mal begeistert, wie ihr das Spiel mögt. Also, das ist unfassbar, was dann immer so passiert, wenn ich das Spiel wieder starte nach dem Update. Dann seid ihr alle wieder da. Das ist echt unfassbar. Aber irgendwie ist der Laster verbuggt. Kann das sein? So, jetzt habe ich das so doof hingepackt, ne? Ah, dann machen wir das so. Egal. Pack dich dahin. Ich weiß, ich habe noch genug von Metall und so. Metall auf meiner Ranch. Da war doch gerade so. Aber ich dachte, was man hat, hat man, ne? Wer weiß, wozu ich das doch alles brauche. Ich meine, ich muss ja noch den Hühnerstall bauen. Davon mal abgesehen. Und da wird das Holz sowieso nicht reichen. So. Ja, es wird in diesem Let's Play jetzt gerade eigentlich mehr oder weniger eine Baufolge oder Baufolgen. Wow, da ist ein Bär. Oh, Leute. Da hatte ich ja echt noch mal Glück gehabt. Also, ne, der hat irgendwie Startprobleme. Aber wenn er denn erstmal wieder hier in Gang gekommen ist, dann flitzt der weg hier, mein Laster. So. Aber das ist ein leichter Regen. Also von daher, das ist schon okay. Solange es nicht wieder gewittert. Jetzt bin ich schon wieder falsch gefahren, Leute. So. Wow. Ansicht. Ansicht nicht gut. So, bleib mal hier stehen. Mach mal aus. Wisst ihr was? Ich werde mal gleich das verbauen hier in den Stall. Dann habe ich das auch schon mal weg. Ist doch echt eine gute Idee gewesen, ne? Das sag ich euch. Manchmal stecke ich voller guten Ideen. So, ja komm, packen wir mal schnell in die Scheune. Die manche von euch ja nicht mögen, weil sie die abgerissen haben. Nee, denn die haben sie dann auch abgerissen daraufhin. So, ich habe eigentlich genug Metall. Okay, aber das sind, glaube ich, immer. Kannst du dich mal drehen? Was ist denn bloß mit meiner Maus los? Irgendwas stimmt mit meinem Mausrad nicht. So. Ja, dann habe ich auch in den Kommentaren gelesen, beziehungsweise unter einem Kommentar, unter meinem letzten Video, dass das Haus, was ich hier gebaut habe, recht gut ankommt und dass ich das Dach flach bauen sollte. Oben, der Abschluss. Und ich finde, der Sascha Ries war das, genau. Sascha Ries, vielen Dank für deinen Kommentar. Ja, der hat das im Grunde so gesehen wie ich, wenn man es so will. Ja, weil ich werde das Dach tatsächlich flach bauen. Weil ich glaube, das kommt tatsächlich besser, als wenn ich das spitz abschließen würde. So, aber das Haus braucht auf jeden Fall Farbe. Definitiv. So, nimm mal das Holzdingsen. So. Wow. Gut, aber wenigstens bleiben die Fenster offen, ne? Ach so, jetzt habe ich gerade gedacht. Jetzt habe ich gerade gedacht, da ist noch ein Fenster, was nicht gebaut wurde. So, aber hier ist doch eins. So, dann lass mal hier kurz stehen. Dann werde ich jetzt das Dach abschließen und zwar mit. Gibt es für Dächer eigentlich
Nee, gibt's nur diese Holzböden, ne? Ehrlich? Gab es nur diese Holzböden? Holzdach? Holzdreiecksboden? Holzwand, Holzfundamentrampe, ja. Nee, es gibt tatsächlich nur diesen Boden, ne? Okay, dann bauen wir den Boden. Einmal so. Und einmal so. Huch, wow. Geh weg. Oh, es ist schon wieder dunkel. Meine Güte. Huch. Ich brauche ein Geländer. Ich falle hier die Treppe runter. So. Ich habe auch noch den Ton gerade im Ohr gehabt. Wisst ihr noch, als man questmäßig am Anfang des Spiels, wenn man das Spiel neu beginnt, warum kann ich dich jetzt nicht dahin bauen? Oh, schlimm. Diesen Ton, ne, wenn man was beendet hat. So, okay. Dann würde ich jetzt sagen, baue ich erstmal Lämpchen hier dran. Ach so, die waren. Wartet mal, wo waren denn die jetzt, die Lampen? Da. So, wartet jetzt. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Eine dahin. Ja, was sieht jetzt besser aus? Hier oben oder weiter runter? Hier oben oder weiter runter? So. Ich glaube, so ist gut. Drei Metall brauche ich. Drei Metall erstmal. Schade, dass man die Lampen nicht hängend machen kann. Oder als Stehlampe. Naja. So, hier sind jetzt acht. Habe ich das jetzt richtig verstanden? 2 von 50? Ja, ne? Ah. Okay, aber ein Einer-Stack habe ich nicht, ne? Zufällig. Das wäre cool. Das wäre so cool. Naja, gut. Okay, dann ist es so. Kann man die nicht irgendwie auch aufeinander stecken, dass es dann wieder 50 ergeben? Muss ich gleich mal ausprobieren. So, dahin. So wie mit Holz, wisst ihr, dass es dann wieder ein Achter-Stack ergibt. Ich probier's mal. Ich probier's mal. Nee. Okay. Dann eben nicht. So. Dann mache ich erstmal Licht an. Kann ich doch gar nicht, das ist doch noch gar kein Holz. Ich depp. Naja, ich höre schon wieder, wie ihr über mich lacht hier. So. Einmal. Warte, mach dich gleich an hier. Ach, ehrlich. Nur eine Holzplanke fehlt. So. Okay. So, jetzt ist die Frage, meine Damen und Herren. Ich hatte jetzt tatsächlich überlegt, vielleicht hier die Schlafecke zu machen, wobei ich aber jetzt hier die Wand gebaut habe.
Vielleicht sollte ich die wieder abreißen. Aber wartet mal, ich werde das mal anders machen. Ich werde erstmal, Moment, ich werde jetzt erstmal. Was werde ich denn jetzt erstmal? Ich bin schon wieder da. Jetzt ist die Frage, wartet mal, wie rum mache ich denn die jetzt? Mache ich die so rum, ja? Ach komm, dreh dich. Nicht dahin. Dahin. Ach, ehrlich, geht nicht? Wow. Wartet mal. Oh, das ist ja blöd. Oder geht die jetzt nur nicht? Nee, geht nicht. Okay, dann hat sich das erledigt. Dann hat sich die Frage erledigt. Dann baue ich das Bett. Bett. Bett, Bett, Bett. Bett? Wo bist du, Bett? Das Bett. Kann man ein Doppelbett da draus machen? Das wäre jetzt echt der Burner. So bist du jetzt auch gerade. Nee, kann man nicht, ne? Oder bin ich zu nah dran? Oder es ist einfach nur schief. Kann man kein Ehebett drauf. Doch, guck mal. Naja, nicht wirklich, ne? Moment, gefällt mir nicht. Noch ein Versuch. Noch ein Versuch. Ich brauche eine neue Maus, Leute. Dabei ist sie schon teuer gewesen eigentlich. So. Vielleicht sollte ich. Nee, du bist Schiefbett. Obwohl schief ist Englisch, ne? Sagt man doch immer so. Nee, so. Und jetzt? Genau daneben, bitte. Ich sagte genau daneben. Ja, was meint ihr? Sollte ich das so lassen und ein Ehebett daraus machen? Oder das ist aber auch nicht richtig gerade. Ach, egal. Oder sollte ich das als Singlebett machen? Schreibt mir das bitte in die Kommentare. Für Vorschläge bin ich natürlich immer zu haben. Mach mal Fenster auf. So, an die Schräge kann man ja keine Lampen machen, richtig? So, wartet mal. Moment. Erstmal gucken. Ach so, du bist auch eine Bodenpflanze. Ja, okay. So. Gefällt mir nicht. Sollte ich das da. Ja, alle. Oder wartet mal, mir fällt gerade ein, vielleicht kann ich ja hier so eine Art. Also mal, wo ist denn das? Hier. So eine halbe Wand hier hinbauen. Ach nee, die ist zu. Okay, alles gut, alles gut. Ja, ich hab's verstanden. Gut.
So, was braucht man eigentlich dafür? Holzplanken, Zement und Metall. Was für eine Pflanze? Okay. Wie gut, dass ich das alles gekauft habe. So, im Übrigen, ach so, und auch noch vielen Dank für die Kommentare in Sachen Third Person und Ego-Perspektive. Mit V. Mit der Taste V kann man das natürlich wieder rückgängig machen. Das hatte ich natürlich. Moment. Jetzt geht's nicht. Ah, doch, jetzt. Wartet mal kurz. Ich muss mal ausmachen, sonst sehe ich wieder nicht. So, dann nehme ich den Einer-Stack erstmal. Oh Mann, die Folge ist schon wieder vorbei. Oh, ist doch echt. Echt zum Mäusemelken. Huch. Wow, ich komme echt nicht klar. Metall 2. Genau, dann werde ich nämlich. Wow. Ich bin es nicht gewohnt, in der Ego zu spielen. Jedenfalls nicht in Range Sim. So, dann nehmen wir noch diesen Stack mit. Ja, also das Haus sieht schon irgendwie cool aus, ne? Also wenn man sich jetzt so vorstellt, dass hier oben die Terrasse sein soll, so mit so einem, mit so einem schönen Zaun irgendwie. Ich glaube, das kommt schon ganz gut. Quatsch, ich wollte doch die Pflanze bauen, ne? Moment. Wir machen erstmal die hier. Dann ist das Zweier-Metall schon mal weg. So, Zement, wie viel? Einmal Zement. Achso, ich kann sowieso... Wow. Ich kann sowieso ja nicht beides gleichzeitig tragen. Das ist doof. So, wartet. Da ist noch ein Zweier. Na toll. Drin ist kein Licht, Hauptsache draußen. So. Okay, dann müsste ich vielleicht jetzt noch eine Pflanze machen. Wartet mal. Weil einen habe ich... Moment. Gibt es noch eine andere Pflanze? Oh ja, guck mal. Ah, eigentlich wäre die jetzt für drinnen geeignet. Wenn ich aber jetzt wüsste, wohin damit. Wartet mal, wartet mal. Eigentlich sind das nur Innenpflanzen, ne? Für den Innenbereich. Ich weiß nicht, ob mir die besser gefällt. Ich glaube, die gefällt mir besser für draußen. So, machen wir schön dahin. Wo ist denn jetzt eigentlich... Ich wollte gerade sagen, wo ist denn mein Metall geblieben? Ach, shit. Ich brauche ja zwei, nicht eins. Gibt es etwas, was nur ein Metall braucht? Ein Moment, ich gucke. Das braucht nur einmal Metall. Boah, ich würde mir sowas nie hinhängen, ne? In Wahrheit. So. Und schon bin ich einmal metalllos. Okay, so, dann brauche ich noch Holzplanken. Zement. Okay, pass auf. Wir werden jetzt wenigstens eine Pflanze fertigstellen. Ja, meine Lieben? Das machen wir so. So, jetzt habe ich hier unten 45. Ja, okay. Pass mal auf. Jetzt muss ich das erstmal hier... So.
Okay, dann möchte ich jetzt erstmal das ganze mein ganzes Zement hier verbauen. Also, was ich jetzt brauche dafür. Brauche ich hier auch noch was? Nee, Holzplanken nur. Okay, so. Du bist jetzt drinnen, ne, Zement? Ja. So, dann nehme ich noch ein Zweier-Stack Metall mit. Komm schon. Oh, jetzt kann ich das nicht nehmen. So. Ah, ich überziehe. Ganz schlimme Nummer. Ganz schlimme Nummer. Genau, so. Jetzt brauche ich noch Holz. Und zwar will ich jetzt erstmal die hier fertig machen. Ach so, hier habe ich auch noch Holz. So, und dann werde ich, Moment, den Rest da reinpacken. Okay, super. Okay, gut, meine Lieben. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und ich bedanke mich schon jetzt für ja, die Kommentare, die hoffentlich kommen werden und auch die Likes natürlich. Und ich wünsche euch ein super schönes Wochenende auf jeden Fall. Genießt es. Ne? Ich weiß ja nicht, vielleicht habt ihr auch ein langes Wochenende gehabt, weil ja gestern, also in dem Fall gestern für euch, ja, ein Feiertag war. Ne? Also an alle Väter. Ihr hattet hoffentlich einen schönen Vatertag. Genau, und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin seid ganz, ganz lieb von mir gegrüßt. Bis dann, meine Lieben. Bye, bye.